Mir ist jetzt die Aufgabe übertragen, einen Menschen vorzustellen, der so vielseitig ist und so viel erlebt hat, dass ich eigentlich ziemlich lang dafür bräuchte, den Lebenslauf im Detail weiterzugeben. Ich will ihm aber die Zeit nicht wegnehmen. Deswegen werde ich es also recht kurz fassen. Denn mich verbindet sehr viel mit Ari, wie wir uns nennen. Und für viele Jahre haben wir alles Mögliche miteinander geteilt, haben Konferenzen hier, Vorträge, dann aber auch lange persönliche Gespräche und dann auch zwischendurch immer wieder, denn er ist ein sehr bibelgläubiger Jude, mit dem man über die ganze Bibel, Alten und Neuen Testament, sehr tiefgründig sprechen kann. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Aber fangen wir von vorne an. Er ist in Israel geboren, in einem Kibbutz, und ist dann aber als Teenager nach Deutschland gekommen mit seinen Eltern und hat dann in Deutschland die Oberstufe und auch das Abitur gemacht und hat bei der Gelegenheit Deutsch gelernt. Er kam nämlich ohne Kenntnis der deutschen Sprache, im Gegensatz zu Daniel, der das zu Hause immer gehört hat, ist es also bei ihm anders gewesen. Und neulich habe ich also von ihm einen Brief bekommen von Klassenkameraden, die mit ihm Abitur gemacht haben. Die haben bestätigt, er wäre in Deutsch beim Abitur teils besser gewesen als sie als Deutsche. Also das ist doch immerhin... Das ist doch immerhin ein großes Lob. Und wir werden es feststellen, er ist also sehr bewandert, nicht nur in Deutsch, auch in Englisch und selbstverständlich Muttersprache Hebräisch. Und das biblische Hebräisch steht ihm auch sehr nah. Ich habe neulich erst wieder einen Artikel von der Bibelgesellschaft in Jerusalem gehört, dass es heute jungen Leuten, die nur Ivrit, also modernes Hebräisch, können schwerfällt, biblische Texte wirklich zu verstehen in Hebräisch. Ja? Deswegen gibt es eine Übersetzung aus dem Althebräisch in das Neuhebräisch. Also er ist auf der ganzen Breite bewandert und hat sehr viele Aufgaben auch in seinem Leben bewältigt. Er hat studiert natürlich, auch in England studiert, deswegen ist er auch sehr flüssig im Englischen und hat in Deutschland die verschiedensten Verbindungen, zum Beispiel mit Johannes Rau ist ja sicher, es war also ein enger Freund von ihm. Er war Bundespräsident, ja. Ich dachte, das ist vielleicht, bekannt. Bundespräsident Johannes Rau, ja. Der übrigens mit mir zusammen in Durlach auch mal bei einer Jugendkonferenz war. Sein Vater war Prediger und deswegen war er auch ein gläubiger Mensch und daher gab es also auch da. Naja, also und so ist er eben durch seine Verbindung zu Deutschland und seine Sprachkenntnissen hat er dann auch für Johannes Rau, wie ich mich erinnere, als Wirtschaftsberater für Johannes Rau, als er von er war ja zunächst Ministerpräsident, er war zuerst Ministerpräsident. Da hat er ihm gedient und dann in Israel wurde er immer wieder gerufen als Übersetzer natürlich und hat auch auf den verschiedensten Ebenen sehr viel. Er war da in Deutschland mal für den Karkeil verantwortlich und so weiter. Also es ist so vielfältig, ich habe es ja schon gesagt, ich habe den Lebenslauf bei mir oben gelassen, damit ich nicht in zu viele Details reingehe. Aber es ist sehr schön, dass er eben wirklich ein tief bibelgläubiger Mensch ist, auf der ganzen Breite.
Und das hat uns verbunden und deswegen werden wir auch in Verbindung bleiben. Und er hat uns sicherlich sehr viel zu sagen. Jetzt, er schreibt auch Bücher. Da oben auf rechts, links von seinem Kopf sieht man hebräische Perlen der Bibel. Das empfehle ich sehr, das Buch. Das ist in Deutsch übrigens. Gell? Und da kommt man mal in ein biblisches Verständnis von jüdischen Gelehrten. Denn er hat nicht nur die Bibel gelesen, sondern auch von Abarbanel zum Beispiel und was weiß ich, die bekanntesten Rabbiner hat er studiert und bringt dann Darstellungen dieser jüdischen Gelehrten von gewissen Bibelstellen. Also diese Perlen, die beziehen sich im Wesentlichen auf die Genesis jetzt zunächst. Und da kann man also wirklich mal in mehreren Dimensionen, in für uns teilweise neue Dimensionen, die Bibel und das Wort der Bibel kennenlernen. Außerdem ein neues Buch, das ich heute übrigens bekommen habe von ihm, das ist in Englisch allerdings Jewish and Israeli Holidays. Da beschreibt er also jüdische Feste, jüdische Traditionen und was weiß ich, alles Mögliche, was das auch wissenswert ist. Also wenn Sie sich da informieren wollen, dann tun Sie das. Und er hat uns hier sehr viele Vorträge über die verschiedensten Themen gesprochen. Er kann also wirklich in die Tiefe gehen. Ich erinnere mich an einen Vortrag, das war über das erste Wort der Bibel, Bereshit. Und das ging aber eine ganze Stunde. Aber es war hochinteressant. Und ich darf dich jetzt auch hier bitten, dass du deinen Beitrag beginnst. Ich werde aber vorher noch beten. Herr, wir danken dir, dass wir dir gemeinsam dienen können. Juden und Nationen, dass du uns deinen Willen offenbart hast, dass wir dein Wort kennen, dass wir gemeinsam dein Wort studieren können, dass wir staunend vor deiner Weisheit stehen, dass wir deine Größe, die unermesslich ist, versuchen zu erkennen und uns gegenseitig dabei helfen. Danke für die lange Zeit, die ich auch mit Ari immer wieder verbringen durfte. Danke, dass er uns auch als Langensteinbacher Höhe in den Jahren immer verbunden war. Danke, dass er eine umfassende Arbeit geliefert hat und heute noch sehr viel beitragen kann, auch in Israel. Und so bitte ich nun um deine Leitung, deine Weisheit, auch für diesen Morgen. Wir wollen in enger Gemeinschaft des Glaubens zusammen den Vortrag anhören. Gelobt sei dein Name. Amen. Also, bitteschön. Ja, zuerst mal Shalom allerseits, herzlich gegrüßt aus Israel. Ich möchte mich zuerst einmal ganz herzlich bedanken bei Rainer. Wir haben uns voriges Mal in Jerusalem getroffen zu einem abendlichen Vortrag mit einer Gruppe der Lahö-Freunde, die nach Israel gekommen sind. Ich möchte mich ganz, ganz besonders bei meinem lieben Freund, Bruder, Lehrer Eckhard Meyer bedanken für jede so wertvolle Minute, die ich mit ihm gemeinsam verbringen konnte. Ein Mensch, von dem man immer wieder so viel lernen kann, obwohl er nicht belehrend mit einem spricht, sondern in Augenhöhe. Man soll jemanden nicht loben in seiner Gegenwart, heißt es. Aber es ist schon eine seltene Gelegenheit und ich will wirklich
zuerst einmal allgemein der Lahoe das große Kompliment machen, dass sie solche gute Leute, solche guten Menschen zusammenbringt. Und ich möchte wirklich die Gelegenheit ergreifen, mich bei Eckhard Meyer zu bedanken, der für mich eine Art christliches Leben vorlebt und in seinen Begegnungen mit mir, und wir korrespondieren ständig seit Jahren, mir nahe bringt, was eigentlich christliche Nächstenliebe, Freundschaft und Brüderlichkeit bedeutet. Es gibt ein Wort von David: von allen, die mich lehrten, habe ich gelernt. Und da Eckhard vorhin erzählt hat, dass ich mich mit Übersetzungen befasse, auch mit Übersetzungen, diversen Übersetzungen der Bibel, da gibt es verschiedene Übersetzungen von dem Vers, aber der hebräische Text von David lautet: von allen, die mich lehrten, habe ich gelernt. Mikol melamdai hiskalti. Ich möchte also mich bedanken dafür, dass ich bei jeder Gelegenheit der Kommunikation mit der Lahoe, viele Jahre speziell mit Eckhard Meyer und in den letzten Jahren auch immer wieder mit Rainer Wirz, viel dazugelernt habe. Und ich glaube, das ist eine Besonderheit des Menschen, dass man voneinander dazulernen darf. Und Sie werden vielleicht wissen, dass man in Israel normalerweise, wenn man als Tourist nach Israel kommt, gewinnt man schnell den Eindruck, dass praktisch jeder Israeli alles weiß und dann vor allen Dingen besser weiß als ein anderer Israeli, den Sie 5 Minuten vorher kennengelernt haben. Und in der Hinsicht wollte ich sagen, war das immer schön. Man fühlt sich dann sofort heimisch auf der Lahoe, weil man da immer wieder auch dazulernen kann von Menschen, die so viel wissen. Also vom Herzen vielen lieben Dank für alles. Erlauben Sie mir, bevor ich jetzt in das Thema einsteige, noch ein Dankwort schnell beizufügen, das normalerweise nur ganz zum Schluss geäußert wird. Ich möchte mich bei Herrn Reimers stellvertretend für alle, die in der Lahoe für die Logistik und Technik und allem, was hinter den Kulissen gemacht wird, möchte ich mich auch bedanken, die das ermöglichen, dass wir miteinander, wie sagt man, so über die Entfernung von tausenden Kilometern unterhalten können, kommunizieren können. Also, nachdem ich versucht habe, telegrafisch meinen Dank auszusprechen, wollte ich uns allen Shalom, Frieden wünschen. Und wir befinden uns im Moment in Israel in einer Kriegssituation, in einer Kriegslage. Das wissen Sie. Wir haben in Israel schon mehr als einmal einen Krieg mitgemacht. Auch ich persönlich. Auch meine Familie. Und man weiß, eigentlich ist jede kriegerische Auseinandersetzung, wenn nicht vollkommen, aber in vielerlei Hinsicht anders. Ein Kennzeichen eines Krieges ist die Ungewissheit. Das heißt, manchmal weiß man, wann oder wie es angefangen hat, aber bedingt dadurch, dass die Kontrahenten nicht immer im Voraus sagen, was sie vorhaben, gibt es eine Ungewissheit, was vorgeht und was eventuell bevorsteht.
obwohl bei manchen Kriegen die Großverbrecher, die die Kriege anzetteln, sie kündigen es sogar im Voraus an. Und es ist eine erstaunliche Eigenschaft vieler Menschen weltweit, über alle Länder, hinweg durch alle Religionen und Sprachen, dass sehr oft ein Großteil der Menschen auch angekündigte, explizite, also ausdrückliche Warnungen von bedrohlicher Seite nicht ernst nehmen. Das ist zum Beispiel in dem Fall des Buches Mein Kampf gewesen, dass viele in Deutschland, in Israel, nicht in Israel, im jüdischen Volk und in der Welt, speziell in Europa, speziell in Amerika, obwohl es das Buch gegeben hat, den Inhalt nicht ernst genommen haben. 1973 gab es mehrere Anzeichen dafür, dass Ägypten und Syrien Israel würden angreifen wollen. Und die israelische Führung hat gehofft, es gibt den schönen deutschen Ausdruck Wunschdenken, dass die andere Seite, also Ägypten und Syrien, vielleicht doch erkennen, dass auch wenn sie angreifen, Israel sich wird wehren können und sogar sie zurückschlagen können. Und der westlich orientierte Mensch offensichtlich denkt, wenn es klar ist, dass ein Angriff zum Scheitern verurteilt ist, dass dann der Angreifer sagt, ja Mensch, wenn das sowieso nicht gelingt, dann lasse ich das sein. Es stellt sich heraus, es ist nicht der Fall. Menschen sind unterschiedlich. Menschen sind ganz anders gestrickt. Und wir haben auch vor wenigen Wochen, 2,5 Wochen, an unserem Schabbat, dem heiligen Feiertag, dem 7. Tag Schabbat, der zugleich der besondere Pilgerfeiertag war, Simchat Torah, die Freude der Torah, dass wir an so einem Samstagmorgen durch eine Mörderbande bestialischer Art überraschend angegriffen wurden an der Grenze zu Gaza, kommend aus Gaza. Sie haben, nehme ich an, in den deutschen Medien, ob Fernsehen, Zeitung oder Internet oder andere Berichte mitbekommen, dass dieser Angriff gekennzeichnet war durch Grausamkeiten ungeahnter Art. Gestern wurde weltweit publiziert sogar ein Telefonat, dass einer der Mörder während des Mordens seine Mutter und Vater in Gaza angerufen hat, ein palästinensischer Hamas-Mörder, Terrorist, hat seine Eltern angerufen, während er Juden umbringt, und hat ihnen bereits erzählt, mit Stolz und jauchzend vor Freude, dass er bereits 10 Juden mit eigenen Händen umgebracht hat. Und die Eltern, das hört man auf dem Telefon klipp und klar, haben ihn noch dafür groß gelobt und waren voller Freude. Ich sage das, damit wir ahnen, nicht wissen, aber ahnen, dass dieser Krieg einen besonderen Hintergrund hat. Und genauso wie das Thema Shalom, das Thema Frieden, ein universelles Anliegen ist, so ist natürlich das Thema Krieg von universeller Bedeutung. Und ich würde gerne mit Ihnen heute ein wenig die Lage in Israel besprechen, aus der Perspektive, die zeigt, dass
das spezielle, konkrete Thema Krieg in Israel und rund um Israel ein weltweites, allgemeines, universelles, menschliches Anliegen ist und eigentlich jeder Mensch weltweit sich überlegen sollte, inwieweit es ihn persönlich in seinem eigenen Land betrifft. Ich nehme an, dass Sie gerade, liebe Freunde, die Sie hier in dem Saal auf der Lahö sind, ich kann bestimmt davon ausgehen, dass Sie die Bibel bereits mehr als einmal im Leben aufgeschlagen haben. Das heißt, wir, also Sie und ich, haben einen gemeinsamen Nenner schon darin, dass wir das Geschehen in der Welt, auch aktuelles Geschehen, in einem etwas breiteren Konzept, in einer breiteren Perspektive uns anschauen. Ich meine, jeder von uns kann die Tageszeitung aufschlagen. Übrigens, die meisten von uns wissen, dass heutzutage, wenn ich das ein bisschen dramatisch, etwas sarkastisch beschreiben soll, auch wenn wir eine Zeitung heutzutage aufschlagen, dann haben wir so das dumpfe Gefühl, vielleicht ist die Hälfte falsch und von der anderen Hälfte, sie ist vielleicht auch einseitig gefärbt. Denn die Medien von heute sind auch nicht die Medien oder Zeitungen und Fernsehen, wie sie vielleicht vor 40, 50 Jahren noch sowohl in Deutschland, in Europa, in Israel waren. Heute sind weltweit die Medien in einem enormen Zeitstress, in einer Zeitkonkurrenz und sie sind sehr oft so sehr in privater Hand, dass besondere Meinung und Prägung dort uns überreicht wird. Ich will gerne mit Ihnen ein paar Aspekte des Krieges beleuchten, die Sie und mich und uns hier in Israel gleichzeitig betreffen. Ich gehe davon aus, ich hoffe, Sie sind nicht verletzt, wenn ich das sage, dass nicht jeder unter Ihnen bereits General der Bundeswehr gewesen ist. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen einem Publikum normalerweise in Deutschland und einem Publikum in Israel. Ein sehr großer Anteil der jüdischen Bevölkerung in Israel hat im Militär gedient. Es gibt einen sehr hohen Anteil von Israelis, die im Militär sogar Offiziere waren. Und wie wir anfangs schon gesagt haben, der Israeli hat so die kleine Neigung, das hat bereits Mose vor 3300 Jahren erlebt, dass ein Israelit so die kleine Neigung hat, ich will nicht sagen genetisch bedingt, aber irgendwie durch die Tradition ist es so geblieben, dass der Durchschnitts-Israeli immer glaubt, wenn nicht alles zu wissen, dann vielleicht alles verstehen zu können. Und sehr oft versteht ein Israeli etwas vielleicht anders als ein anderer Israeli. Und ganz oft versteht ein Israeli dieselbe Lage anders als jemand im Ausland. Ich will da deswegen ein paar gemeinsame Aspekte beleuchten. Aber bedingt durch die besondere heutige Situation will ich etwas machen, was normalerweise in einem Vortrag nicht gemacht wird. Normalerweise bauen Sie den Vortrag auf, Sie versuchen nach einer bestimmten Struktur das Thema vorzuargumentieren und so weiter. Und dann zum Schluss bringen Sie eine bestimmte Lehre irgendwie prägnant raus. Ich will mit der Lehre beginnen. Ich will mit meinem Schlusswort anfangen. Ich habe vorhin
Eckhard Meyer empfohlen, entschuldigen Sie bitte, ein Schluck Tee ab und zu. Ich habe Eckhard Meyer vorhin vorgeschlagen, eine bestimmte Seite in meinem neuen Buch aufzuschlagen. Das ist eine Seite, in der ich eine Begegnung beschreibe. Sie wissen, der Yom Kippur-Krieg fand statt 1973. Ägypten und Syrien haben Israel an dem heiligsten Feiertag Israels, an Yom Kippur, dem Versöhnungstag, angegriffen. Nach circa 3 Wochen ist der Hauptteil des Krieges zu Ende gegangen durch einen Waffenstillstand, wobei Israel 101 Kilometer entfernt von Kairo war und 40 Kilometer von Damaskus. 4,5 Jahre später ist Präsident Sadat nach Israel gekommen. Das heißt, der Krieg war 73 und bereits November 1977 ist Präsident Sadat aus Ägypten, der uns 73 angegriffen hat, nach Israel gekommen, hat mit uns Frieden geschlossen. 1992 ist der Chef des deutschen Panzerkorps, also der General der Bundeswehr, der Kommandeur ist aller Panzereinheiten der deutschen Bundeswehr damals. Und damals war die Bundeswehr noch viel größer, als sie später geworden ist. Ich werde nachher noch ein Wort dazu sagen. Er ist nach Israel gekommen und ich war sein Begleiter und ich habe ihn auf den Golanhöhen zu einer Begegnung gebracht mit dem israelischen Helden des Yom Kippur-Krieges, ein Offizier namens Avigdor Kahalani, gebürtig von einer jüdischen Familie, die aus Jemen nach Israel gekommen war, sehr traditionelle, sehr gläubige, sehr, wie nennt das Eckhard immer, bibelfeste, bibelbewanderte Familie, aber ein exzellenter Offizier. Avigdor Kahalani wurde im Sechstagekrieg 1967 schwer verletzt bei Panzerkämpfen in Sinai, 1 Jahr lang im Krankenhaus gewesen, viele Operationen mitgemacht, hat sich erholt und ist zurück zum Militär und bereits 5 Jahre nach seiner Rückkehr wieder im Krieg 1973. Er befand sich auf den Golanhöhen an einer bestimmten Stelle, vielleicht einige von Ihnen waren in Israel, vielleicht wären Sie bereit, eine kleine Umfrage, wer von Ihnen bitte war schon vielleicht einmal in Israel, wenn Sie kurz mit der Hand kurz andeuten. Oh, das ist für mich eine wichtige Information. Ja, Eckhard, mit beiden Händen. Ich frage diese Frage oft, weil da Sie in Israel waren, kann ich Ihnen natürlich nicht jeden Unsinn erzählen, weil Sie waren da. Also ich kann Ihnen nicht jeden Schmarrn einfach so erzählen. Also Sie kennen sich schon aus. Aber Spaß beiseite, viele von Ihnen waren vielleicht sogar auch auf den Golanhöhen und wissen, Syrien hat mit mehreren tausend Panzern und gepanzerten Fahrzeugen Israel angegriffen. Und an einer Stelle, wo es ein enges Tal gibt, sind sie mit mehreren Hunderten von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen gekommen und wollten von dort bis nach Tiberias bis zum Galiläa durchbringen. Und Avigdor Kahalani, der Offizier, mit ganz wenigen Panzern, sie hatten dort circa 10, 12 Panzern zu bestimmten Stunden, hat diese enormen Massen für 2,5 Tage lang aufgehalten. Und sie fragen sich, Mensch, heute ist Krieg, anstatt uns zu erzählen, was heute passiert, kommt er und erzählt uns der Harry Lipinski von 1973. Ja, ich will Ihnen erzählen, was dann der Offizier, der das geleistet hat, 2,5 Tage mit nur wenigen Panzern,
angeblich mit nur wenigen Panzern diese hunderten syrischen Panzer aufzuhalten, was er dann dem deutschen Panzergeneral gesagt hat. Der deutsche General hat ihn gefragt, ja, wie konnten Sie das machen? Ich bin ja von Deutschland gekommen, um zu lernen, wie haben Sie das gemacht? Worauf ihm Avigdor Kealani erzählte, und ich habe das übersetzt, weil Kealani kann zwar perfekt Englisch, aber kein Deutsch. Und der deutsche General kennt sich gut mit Leopard 2 aus, aber weniger mit Hebräisch. Also erzählt ihm Avigdor Kealani, wissen Sie, die Frage hat man mir schon mal gestellt. Nach dem Yom Kippur-Krieg ist ein amerikanischer Journalist nach Israel gekommen und hat mir genau diese Frage gestellt. Und ich habe ihm gesagt, entschuldigen Sie bitte, Ihre Fragestellung ist falsch. Und der amerikanische Journalist war zuerst sehr beleidigt oder vor den Kopf gestoßen. Wieso? Man hat mich doch aus Amerika geschickt, weil ich die besten Fragen Amerikas stelle. Was ist falsch an meiner Frage? Ich habe doch bloß gefragt, wie konnten Sie, Herr Kealani, ganz alleine mit nur 12 Panzern, hunderten von Panzern, 2,5 Tage lang aufhalten? Worauf ihm Avigdor Kealani sagte, sehen Sie, das ist genau das, was falsch ist an der Frage. Wissen Sie, wir waren nicht alleine nur mit Panzern dort, und zeigt nach oben. Ich will annehmen, Leute auf der La Höhe können ahnen, dass Avigdor Kealani gemeint hat, der Ewige hat seine Behütung, seine behütende Hand über diese Panzertruppe gehalten, um Israel vor einer Invasion von Hunderten von Panzern zu retten. Und jetzt kommen wir zu dem Samstag mit den Grausamkeiten vor 2,5 Wochen. Wissen Sie, das, was damals Avigdor Kealani verhindert hat, mit der Hilfe von oben, war genau das, was wir vor 2,5 Wochen an der Gaza-Grenze erlebt haben. Weil das, was die Syrer vorhatten, war genau dasselbe. Also, ich habe Ihnen das Schlusswort jetzt nicht vorenthalten und Ihnen gesagt, beim Krieg in Israel, wann immer er stattfindet, wir, die Juden in Israel, glauben fest daran, dass wir nicht alleine hier mit dem Gewehr, dem Panzer, dem Raketenboot und dem Kampfjet, dem Kampfflugzeug da sind, sondern wir hoffen, beten und vertrauen darauf, dass der Ewige seine behütende Hand über sein Volk beschützend halten möge. Damit haben Sie sozusagen das Schlusswort mitbekommen. Und jetzt will ich zurückkehren zu unserer heutigen Realität. Israel wird mit Raketen und Mörsern von Gaza beschossen. Wir wissen von bis gestern circa 7000 Raketen und Mörsergranaten, die auf Israel abgefeuert wurden. Das ist eine enorme Zahl. Gott sei Dank hat Israel schon vor circa 15 Jahren, 20 Jahren mit der Entwicklung von Raketenabwehrsystemen begonnen. Und ich verrate Ihnen ein kleines Geheimnis, was im Zusammenhang ist auch mit dem heutigen Krieg. Der Mann, der angeregt hat, als Verteidigungsminister, Iron Dome, diese ganz sensationell wirksame Luftabwehrsystematik aufzubauen, war der Verteidigungsminister damals von Israel, Amir Peretz. Kein General.
Ist doch sehr interessant. Dass der Mann, der weitsichtig war, zu überlegen, was müsste Israel machen, um sich in der Zukunft vor mehr und mehr Raketenbedrohungen zu schützen, was müsste Israel machen? Der Mann, der das initiiert hat und übrigens politisch auch mit Haushalten, mit großem Geld vorangetrieben hat, sogar gegen Meinung von Generälen, war kein General. Amir Peretz. Wissen Sie, wo er gewohnt hat? Er ist Einwohner von Sderot. Manche von Ihnen kennen sich mit der israelischen Karte gut aus und wissen, Sderot ist die Stadt, die 4 Kilometer vom Gazastreifen entfernt ist. Das heißt, Sie lernen über den jetzigen Krieg etwas aus, was gemeinsam ist mit den früheren Kriegen. Ich meine, die einzelnen Tagesberichten, das können Sie ja in den Medien verfolgen. Dazu braucht man keine Übertragung von so einem Gespräch. Wir wollen etwas über die tieferen Gedanken, die dahinter stecken, sprechen. Wir wollen etwas über die Lehren sprechen, die uns seelisch, mental, theologisch ansprechen, Lehren, die wir, da hoffen wir, mitnehmen können, auch für die kommenden Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, in denen diese Ungewissheit eines Krieges eventuell noch bevorsteht. Wir wissen ja nicht, wie lange das ist. Das heißt, wir haben aus der Tora gelernt, die Kriege Israels sind zugunsten Israels dann erfolgreich gewesen, wenn das Volk Israel im Sinne der Tora gehandelt hat. Im Glauben nicht nur an das eigene Schwert, sondern vor allen Dingen an den Ewigen, dass man das Leben in seinem Geist, führen soll. Kehren wir zurück zur heutigen Lage. Israel wird von Gaza mit 7000 Raketen beschossen. Es gab 10 oder 20 oder mehr Angriffe aus libanesischer Seite, das ist die Nordgrenze Israels. Die Angriffe waren zum Teil von Palästinensern, die in Libanon sind, zum Teil vielleicht von der Seite der sogenannten Hisbollah, einer Terrororganisation, die praktisch heute Libanon beherrscht. Es hat Angriffe gegeben in der Form von Panzerfaustangriffen oder Mörserangriffen oder sogar Versuche mit Angriffsdrohnen und anderen Mitteln aus Syrien Richtung Golanhöhen, Richtung israelische Golanhöhen vorzudringen oder anzugreifen. Das hat es auch gegeben. Ich nehme an, dass Sie mitbekommen haben, dass vor einigen Tagen, Gott sei Dank, ein amerikanisches Raketenschiff in der Lage war, Raketen, wahrscheinlich 3 schwere Raketen, die von Jemen aus von den Iran finanzierten Houthi-Terroristen, die in Jemen einen Bürgerkrieg führen. Jemen ist circa 1900 bis 2000 Kilometer südlich von Israel. Sie haben versucht, schwere Raketen Richtung Eilat abzufeuern. Und so viel die ausländische Presse meldet, eventuell zwischen 10 und 15 Kampfdrohnen gleichzeitig auch noch. Kampfdrohnen, das sind also kleine solche Drohne, die also unbemannte Flugkörper sind, die man steuern kann,
die aber Bomben tragen. Die haben sie versucht, auch gleichzeitig zu schicken. Und Gott sei Dank war das hochqualifizierte amerikanische Schiff in der Lage, sowohl die Gefahr zu erkennen mit sehr besonderen Radaranlagen, als auch gleichzeitig alles abzuschießen. Woraus sie lernen, dass hier auch die größte Weltmacht, militärische Weltmacht, USA, hier in der Region nicht nur präsent ist, sondern sogar eingeschritten hat, damit nicht etwas stattfindet, was Israel einen enormen Schaden hätte zufügen können, theoretisch, damit der Brand nicht zu einem Flächenbrand wird. Womit ich jetzt übergeleitet habe zu einem besonderen Aspekt der Ungewissheit im Krieg, speziell auch Ungewissheit in dem jetzigen Krieg in Israel. Niemand auf der Welt weiß, ob die Auseinandersetzung zwischen Hamas und Israel an der Grenze mit Gaza nur darauf beschränkt bleibt. Wir hoffen sehr, dass es so sein wird. Aber wir können es nicht mit Bestimmtheit wissen, weil es hängt zum Teil vor allen Dingen von dem Willen, Absicht und Ideologie und religiöse Einstellung der Führung des Irans ab. Sobald ich das Wort gesagt habe, die Mullah-Führung des Regimes in Iran, Sie wissen alle, dass seit 1979, als Khomeini im Iran eine islamistische, schiitische Republik ausgerufen hat, der Iran einen Kurs fährt, wie damals in dem Buch Mein Kampf. Iran erklärt ohne Wenn und Aber der ganzen Welt in allen Sprachen und auch der eigenen Bevölkerung, es ist ein Hauptziel des Iran, den Staat Israel nicht nur zu bekämpfen, nicht nur anzugreifen, sondern zu zerstören. Das ist deren Absicht. Sie wissen, dass die Welt diese Sorge zum Teil ernst nimmt, zum Teil nicht ernst genug nimmt. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Aspekt, den ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben will, beim Lesen der Tagesnachrichten über einen Krieg. Wie gesagt, meine Aufgabe ist nicht, Ihnen zu sagen, an dem Tag waren so viele Angriffe von der Seite und auf am anderen Tag oder in der Woche hat das und jenes im Einzelnen stattgefunden, sondern ich will gerne mit Ihnen eine Sicht auf die Tagesordnung stellen oder mit Ihnen eine gewisse Sicht gemeinsam anregen, dass man sie vielleicht betrachtet, nämlich dann, wenn ein Krieg stattfindet, gibt es welche, die ihn anzetteln, es gibt ihn welche, die ihn zu verhindern versuchen, es gibt welche, sie glauben, wenn sie ruhig beiseite als Beobachter stehen bleiben oder sitzen bleiben oder schlafen bleiben, dass es sie dann hoffentlich nicht betrifft. Zu dem Wort hoffentlich, wir teilen diese Hoffnung. Aber Sie wissen, europäische Mächte und Amerika, damals unter Obama, dem Präsidenten damals der USA, haben mit Iran einen sogenanntes Iran-Deal ausgemacht. Und Sie wissen, dass die israelische Regierung dagegen war. Das ist in der Politik nicht keine Seltenheit, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Aber Sie wissen, das hat oft auch damit zu tun, dass man andere Interessen hat.
Wissen Sie, vorige Woche am Dienstag war bei uns der amerikanische Präsident. Aber Sie wissen noch besser, wer war ein Tag vor dem amerikanischen Präsidenten bei uns? Der deutsche Bundeskanzler. Ich will Ihnen sagen, dieser Besuch von Bundeskanzler Scholz in Israel während des Raketenkrieges gegen Israel, relativ zu Beginn der kriegerischen Entwicklung, wo man noch viel weniger ahnen konnte, wozu es sich wird entwickeln können, also bei einer starken Ungewissheit, das war eine sehr mutige Aktion. Sie können sich vorstellen, dass ich mich jetzt nicht, Gott bewahre, parteipolitisch in deutsche Politik irgendwie hineinäußern will. Das liegt mir fern. Es gibt bestimmt Sachen, wo ich, hätte ich meine Meinung in die deutsche Politik hineingeäußert, da wäre ich vielleicht mit dem Bundeskanzler Scholz bei dem einen Thema ja einverstanden und jeder von uns bei einer anderen Äußerung oder Gesetzesvorlage von ihm vielleicht anderer Meinung. Das, was in Weltpolitik und Weltgeschichte oft viel ausmacht, meistens mehr als Worte, sind Gesten. Sie können sich erinnern, dass Willy Brandt in Warschau eine Geste der Bitte um Vergebung im Hinblick auf die Shoah gemacht hat, eine Geste, die ohne Worte war, die aber die ganze Welt am Herzen ergriffen hat, und er hat für Deutschland ausgesprochen, besser als mit vielen Worten, was man im Nachhinein über die Shoah-Zeit denkt. Bundeskanzler Scholz hat mit seinem mutigen Besuch in Israel einen tiefen Eindruck hinterlassen. Ich will Ihnen jetzt eine Kleinigkeit noch schnell vor Ablauf unserer sozusagen Sendezeit noch sagen. Etwas, was ich glaube, dass in deutschen Zeitungen, so viel ich beobachten konnte, überhaupt nicht berichtet. Ein paar Tage nach dem Besuch von Bundeskanzler Scholz war der Besuch von dem britischen Ministerpräsidenten Sunak, in Israel. Als der israelische Ministerpräsident Netanyahu den britischen Ministerpräsidenten in Israel begrüßte, wissen Sie, womit er begonnen hat? Ich möchte mich zuerst einmal bedanken bei Bundeskanzler Scholz für seinen mutigen Besuch in Israel. Stellen Sie sich vor, es kommt der britische Ministerpräsident zu Besuch. Netanyahu begrüßt ihn mit der Einführung zuerst einer Würdigung zu dem Besuch des Bundeskanzlers Scholz. So etwas hat es noch nie gegeben. Und der britische Ministerpräsident hat es in keiner Weise als ein Affront verstanden, dass zuerst Scholz gelobt wurde, weil alle haben erkannt, dass Scholz damit ein Zeichen gesetzt hat. Warum bringe ich das jetzt? Ich verfolge die deutsche Presse über Internetmöglichkeiten, sehe ich auch einiges, gibt es Berichte, was im Fernsehen abläuft. In Israel wissen wir schon, dass es in Deutschland sehr viele pro-palästinensische Demonstrationen gegeben hat, die vor allen Dingen von Moslems organisiert wurden. Es hat wahrscheinlich auch einige, deutsche, die dabei waren, aber
die meisten, auch deutsche Staatsbürger, die bei diesen Demonstrationen stattgefunden, teilgenommen haben, waren deutsche Staatsbürger muslimischen Glaubens. Zum Teil waren das Migranten, die aus Syrien gekommen sind, oder auch Palästinenser, oder auch türkische Staatsbürger. Wir sehen das. Und ich glaube, gerade vor diesem Hintergrund, dass Bundeskanzler Scholz weiß, dass es in Deutschland über 2 Millionen Migranten aus muslimischen Ländern gibt, dass es mehrere Millionen deutsche Staatsbürger gibt, die ganz normale deutsche Staatsbürger sind. Sie sind halt muslimischen Glaubens. Dass er trotzdem diese Fahrt in der Weise gemacht hat, war eine weitsichtige Entscheidung. Und ich glaube, das sollte man sich merken. Wir haben vielleicht nur noch wenige Minuten. Habe ich noch 2, 3 Minuten, bitte? 2 oder 3? Ja, hast du noch. Wenn wir uns dann noch die Frage und die Bitte erlauben dürfen, ob noch Fragen gestellt werden dürfen, dann darfst du jetzt noch 1 Minute reden oder 3. Also, ich werde dann bis zu 1 Minute noch etwas sagen und will gerne dann Fragen ihrerseits, eurerseits dann hören und werde versuchen, sie zu beantworten. Es ist meistens leichter, Fragen in Deutschland anzunehmen, weil wenn man in Israel anbietet, dass das Publikum Fragen stellt, das Publikum stellt nicht Fragen, sondern Antworten. Aber Spaß beiseite. Ich will meine Einleitung damit abschließen. Der Krieg in Israel betrifft Israel, Hamas, islamischen Dschihad, Iran, Hisbollah, Libanon, Syrien. Es betrifft Jemen. Es betrifft den Iran. Es betrifft deswegen die USA, Europa, Deutschland, Italien, Frankreich, England haben bereits ihre Ministerpräsidenten oder Kanzler, wie auch immer, nach Israel geschickt, um das ihre Betroffenheit von dem Konflikt zu äußern. Wir wissen, dass es Russland und China auch anbetrifft. Das Ganze steht in einem Zusammenhang von Interessen über Erdölpreis und über den Kauf von flüssigem Erdgas. Sie wissen, dass Deutschland zum Teil künftig Flüssiggas aus Katar. Katar ist ein Ölscheichtum im Persischen Golf. Katar hat jedes Jahr die Hamas, speziell Hamas in Gaza, mit über 350 Millionen Dollar finanziert. Nicht, dass die Bevölkerung Brot und Wasser bekommt, sondern damit sie ihre Tunnels und Raketen bauen können. Wir fassen zusammen, der Krieg, der in Israel jetzt stattfindet, ist ein universelles Anliegen. Die weltweiten Demonstrationen in Europa und auf amerikanischen Universitäten zeigen, der Konflikt zwischen muslimisch-fanatischen, nicht friedlichen Gruppen, auch wenn sie die Minderheit im Rahmen der muslimischen Bevölkerung ausmachen, sie sind eine lautstarke Minderheit. Sie betreffen praktisch die gesamte westliche Welt. Die Weltstabilität steht heute auf dem Spiel. Der Konflikt in Israel geht jeden Menschen überall an. Einmal, weil es um Menschlichkeit gegenüber Barbarei geht. Ich will nicht eingehen auf das, was die palästinensischen Terroristen von Hamas, in den Kibbuzim angerichtet haben.
Und es geht um großes Geld, das die Weltpolitik auch mit beeinflusst. In dieser, wie man auf Deutsch sagt, Gemengelage merkt man, Israel ist in der Zwickmühle, in der Interessen vieler fremder Mitspieler in Anführungszeichen eine Rolle spielen. Die israelische Regierung muss sehr viele Überlegungen anstellen, militärischer Art, ökonomischer Art, politischer Art, religiöser Art, historischer Art und diplomatischer Art. Ich wollte damit sagen, es ist nicht so einfach, wie es eventuell bei der einen oder anderen Schlagzeile einer Tageszeitung manchmal vorkommt. Ich sage mit Absicht einer Tageszeitung, ich habe nicht gesagt einer deutschen, einer israelischen oder amerikanischen oder sonstigen. Weltweit würde ich heute davor abraten, Überschriften von Zeitungen oder Fernsehnachrichten sofort für eine bare Münze anzunehmen. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass sowohl die New York Times als auch die Redaktion der Tagesschau ungeprüft gemeldet haben, was Hamas-Propaganda von Terroristen gesagt hat, als hätte Israel ein Krankenhaus bombardiert. Die Wahrheit ist, es war der islamische Dschihad, der eine Rakete abgefeuert hat und die ist aus Versehen wahrscheinlich auf dem Parkplatz von einem Krankenhaus in Gaza explodiert. Es waren keine 500 Opfer, Gott sei Dank, es waren wenige, Dutzende. Aber es hat mit Israel nicht das Geringste zu tun gehabt. Aber mehrere große, renommierte Medien in der Welt, BBC, New York Times, Deutsche Tagesschau, der ARD, haben die Meldung der palästinensischen Terroristen sofort weitergegeben, ungeprüft. Ja, innerhalb von Stunden konnte alle Welt die Videoaufnahme sehen, wie die Rakete von einer Seite in Gaza losgeht und wie sie anderthalb Sekunden später in Gaza runterkommt. Und dann konnte man noch Radioaufnahmen hören. Alle Welt kann das aufnehmen, das haben alle Länder bestätigt, USA, England, Deutschland, alle Länder haben bestätigt, die Aufnahme war original aufgenommen, wie Hamas-Terroristen sich noch scherzhaft und höhnisch geäußert haben, dass die Terroristen von der Konkurrenz, vom islamischen Dschihad, nicht wissen, wie man Raketen richtig abfeuert. Es ist dann zu einem Desaster, dass mehrere Leute dort umgekommen oder verletzt worden sind. Sowohl die Meldung als auch die Zahlen waren alles komplette Lüge für Propaganda. Das nennt man heute Fake News. Schlussfolgerung für uns. Eine der Hauptlehren für uns Zivilisten während einer Kriegssituation: nicht jede Meldung sofort, egal wer sie meldet, egal wer sie meldet, für bare Münze zu nehmen. Lassen Sie sich von mehr als eine Quelle informieren. Und wir sind auf der Lahö. Wir sind in Israel. Nehmen Sie die Bibel als Ihr Kompass, als unser Kompass. Wir prüfen Meldungen und Geschehen vor allen Dingen durch die Brille der Bibel. Ich wünsche uns allen Shalom, Frieden, bedanke mich herzlich und bin offen für Fragen. Vielen Dank soweit. Ja, wir wollen also uns bemühen, Fragen zu stellen und keine Antworten, ja? Haben wir ja gelernt jetzt. Ja. Also, wer es steht Ihnen frei. Wer hat eine Frage? Lieber Eckhart, wenn jemand im Publikum, vielleicht doch, keine Frage stellen will, hat aber ein Patentrezept
für eine Lösung des Nahostkonfliktes. Bitte sagen Sie mir, ich faxe es sofort dem Netanjahu zu. Ja, ja. Ich habe gestern Abend einen Vortrag gehalten und dann habe ich die Frage gestellt und habe gesagt, das kann niemand beantworten im Augenblick. Also, gibt es Frage? Oder war das so umfassend dargestellt, dass alle Fragen schon für uns beantwortet sind? Ah, der Rainer hat eine Frage. Also. Ja, Ari, herzlichen Dank. Es ist ja nicht nur die Gefahr von Norden, vom Libanon her, Hisbollah, möglicherweise Iran, der aber natürlich wahrscheinlich in der Deckung bleiben will und seine Leute hat, seine Organisation, sondern wir haben auch, und das wird hier so wenig bedacht, ihr habt ja sozusagen, wenn ich das so mal sagen darf, auch den Feind im eigenen Land stehen. Das ist ein bisschen hart formuliert, aber wir haben ja vor 2-3 Jahren die enormen Unruhen gesehen zwischen arabischen Israelis und jüdischen Israelis. Und hat Israel sich darauf vorbereitet? Gibt es, also Daniel Hafer erzählt, dass sie sich auch darauf einstellen, aber das ist ja ungleich schwieriger. Und das ist der eine Teil der Frage. Und der andere Teil der Frage ist, wie siehst du persönlich, also mir ist erst in Israel klar geworden, dass immer ganz viele fremde Völker auch in Israel immer waren. David hatte eine Palastwache oder eine Leibwache aus Ausländern. Ja? Und heute ist auch so, irgendwie sind alle in Israel. Aber wie denkst du, wie kann das gehen? Wenn das jetzt wirklich eskaliert, da muss doch eine Scheidung, man kann doch nicht weiter in einem Land, in einem Staat, mit einem Rechtsstatus leben, wenn Leute, zumindest Teile davon, sich offen dann gegen Israel, gegen Juden stellen. Lieber Rainer, vielen Dank für die Frage. Du hast recht, du hast auf ein sehr ernstes Thema, auf ein sehr ernstes Problem hingewiesen. Wir haben in Israel den Staat Israel mit 9 Millionen Einwohnern. 7 Millionen sind Juden. 2 Millionen sind vor allen Dingen Moslems. Ich ziehe von den zwei Millionen der Araber mehrere Dutzendtausende Araber, die christlich sind. Übrigens, das ist ein Thema genauso, das Sie oder ihr oder uns alle verbindet. Wir beobachten mit Sorge, dass sehr viele christliche Jugendliche in Israel auf dem Schulhof arabischer Schulen so gehänselt werden, gemobbt werden, überredet werden, dass es immer weniger Kirchen und immer mehr Moscheen gibt, auch in Ortschaften, die klassisch christliche Ortschaften waren. Bethlehem war früher über 80% christlich, ist heute in der palästinensischen Autonomie und ist über 90% muslimisch. Nazareth, ich brauche doch nicht auf der Lahö erklären, dass Nazareth für die christliche Welt von Bedeutung sein sollte. Eine stark werdende Tendenz, dass arabische Jugendliche in Nazareth leider weniger in die christlichen Organisationen übergehen und mehr unter ihnen langsam in die muslimische Gesellschaft sozusagen hineinwachsen. Deine Frage betraf die innere Sicherheit Israels. Wenn der Staat Israel aus so einer Kombination ist, dass die Bevölkerung nicht einheitlich ist, nicht einheitlich jüdisch. Du hast damit auf ein sehr ernstes Thema hingewiesen, strategisches Thema, kann man sagen. Es ist zugleich
diese demografische Frage, also die Frage der Bevölkerungszusammensetzung, dass in Israel es fast 2 Millionen Araber gibt. Sie sind israelische Staatsbürger. Unter den 2 Millionen gibt es auch circa, ich glaube, 100 oder 140.000 Drusen. Sie haben eine separate andere Religion. Sie sagen, ihre Religion ist eine geheime Religion. Ihr Prophet ist Jitro. Der allergrößte Teil der Drusen, die in Israel leben, auf dem Golan, im Galiläa und auch auf dem Karmel. Einige von ihnen waren vielleicht in dem Drusendorf Daliat el Karmel, auf dem Karmel zu Besuch. Sie sind sehr stolz als Israelis und dienen sogar mit Stolz im israelischen Militär. Wir beobachten sehr genau, welche Entwicklungen es in der arabischen Bevölkerung innerhalb von Israel gibt. Gott sei Dank bis jetzt, und wir hoffen mit Hilfe Gottes, dass es so bleibt, hat die arabische Bevölkerung in Israel sich in dem jetzigen Konflikt nicht auf die Seite der Hamas durch Äußerungen auf der Straße geäußert. Was sie im Herzen denken, können wir nicht wissen. Aber Israel hat Lehren gezogen aus dem, was vor ein paar Jahren war, und hat sich, so viel die Regierung das mitteilt, so viel das Militär mitteilt, sich auch für den Fall des Falles darauf eingestellt. Wir hoffen, dass es nie eintreten soll. Dann gibt es die Gebiete von Judäa und Samaria, die in der Welt als Westbank genannt werden. Westbank ist ein Wort der Engländer. Das ist also das Westufer des Jordans. Eigentlich ist der Ausdruck natürlich eine Unverschämtheit, weil das Westufer des Jordans schließt ein auch den gesamten Staat Israel. Weil die Engländer bis Mai 1948 die ganze Westbank, also das ganze Westufer westlich vom Jordan bis zum Mittelmeer, das war unter britischem Mandat. Wenn heute also in europäischen Zeitungen, egal welche Sprache, und in Amerika weiter von Westbank gesprochen wird, das ist einfach eine historische Verzerrung. Übrigens, die wenigsten Menschen in Europa und Amerika wissen, dass der Ausdruck Palästinenser überhaupt null zu tun hat mit den Arabern, die sich heute als Palästinenser nennen. Denn das kommt von dem Wort Philister. Die Philister waren Fremde, die in das Land von Zypern kommend, in der Gegend von Aschkelon und Gaza, eine Region im Süden Israels zur Bibelzeit beherrscht haben. Und sie konnten die Invasion machen, weil sie bereits Eisenwaffen hatten, im Gegensatz zu den Kupferwaffen der örtlichen Bevölkerung. Deswegen konnten sie natürlich mit den stärkeren Eisenwaffen die Oberhand haben. Das nur nebenbei gesagt. In den Gebieten von Judäa und Samaria gibt es heute, sagen wir, zwischen 400 und 500.000 Juden. Und es gibt wahrscheinlich circa 2 Millionen Araber, Palästinenser, die dort wohnen. Das Gebiet von Judäa und Samaria, was in deutschen Zeitungen als Westbank bezeichnet wird, ist gespalten und aufgesplittert in der Weise, ein Teil davon gilt als die sogenannte palästinensische Autonomie, die infolge der Oslo-Verträge von 1973 und 1974 unter palästinensischer Kontrolle sind, in Anführungszeichen. Sie kennen den Namen Mahmoud Abbas, Abu Mazen. Das ist der große Mann, der neben Olaf Scholz gestanden ist und gesagt hat, Israel betreibt 50 Holocausts. Der Mann hat sein Doktorat an der Uni in Moskau gemacht und hat den
Titel Doktor bekommen dafür, dass er ein Buch geschrieben hat, wonach es den Holocaust überhaupt nicht gegeben hat. Das wäre eine jüdische Erfindung. Dass Sie nur wissen, mit wem wir zu tun haben, wenn wir über die Westbank sprechen. Dieser professionelle Lügner und Terrorist, Abu Mazen, ist der sogenannte Präsident, der Nachfolger von Arafat, mit Sitz in einer Stadt, die heißt Ramallah. Sie ist 12 Kilometer nördlich von Jerusalem. Er ist schon seit über 15 Jahren im Amt. Es finden aber keine weiteren Wahlen statt, weil er davon ausgeht, wenn es Wahlen geben würde, würde die Hamas ihn absetzen. Und als die Hamas die Macht übernommen hat in Gaza, haben sie seine Leute nicht einfach abgesetzt, sondern vom Dach von 6-stöckigen Gebäuden von oben einfach runtergeschubst. Dass wir nur wissen, die Barbarei der palästinensischen Terroristen betrifft nicht nur Juden, betrifft jeden. Ich erlaube mir, jetzt zwei Sachen noch schnell einzufügen. Das eine, das israelische Militär hat sich darauf eingestellt, einen Mehrfrontenkrieg, wenn unbedingt notwendig ist, zu bewältigen. Das bedeutet, dass das israelische Militär auch jetzt mit verstärkter Präsenz in den Gebieten von Judäa und Samaria aktiv ist und übrigens neuerdings dort auch in Einzelfällen sogar mit der Luftwaffe sogar mit der Luftwaffe dort eingegriffen hat, was man jahrelang nicht gemacht hat. Ich will vielleicht mit einem Zitat von Johannes Rau die Lage in Gaza, aber vor allen Dingen in Judäa und Samaria beschreiben. Denken Sie zurück, 1995. Es war die Blütezeit des Friedensprozesses zwischen Israel und den Palästinensern. Dezember 1994 hat Rabin Peres mit Arafat Nobelpreis bekommen für den Oslo-Vertrag von 1993. März 1995 kommt Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau, mit einer Wirtschaftsdelegation von 15 großen Managern, deutsche Firmen, Deutsche Babco, Mannesmann Anlagenbau und Preußer Knöll und so weiter, nach Israel. Und machen eine einwöchige Besuch deutscher Wirtschaftsdelegation in Israel. Ich war damals in der Wirtschaftsvertretung von NRW in Tel Aviv tätig, also habe ich Johannes Rau und sein Wirtschaftsminister Bodo Hombach, auch ein guter Freund von mir, begleitet. Sie kamen am Freitagnachmittag, sind gelandet, Lufthansa, sind dann zum Dan Hotel in Tel Aviv, am Strand. Am Samstag kann es keine Termine geben mit israelischen jüdischen Partnern, also ist die Delegation mit Johannes Rau am Samstag nach Gaza zu einem Treffen mit dem Arafat. Am Abend sind sie von Gaza nach Jerusalem zum King David Hotel, wo alle Honorationen immer in dem noblen King David Hotel in Jerusalem sich aufhalten. Und ich als Betreuer des Besuches habe auf sie gewartet in King David, bin zum 4. Stock im Voraus, habe die Suite von Rau im Voraus noch inspiziert, dass es alles in Ordnung ist. War auch sehr wichtig. Ich habe dort noch Bierdosen von dem britischen Premierminister John Major noch gefunden am Faxgerät, habe sie schnell beiseite geschafft, weil das hätte Rau bestimmt nicht gern gesehen, dass man ihm als Einladung dann britische Biersorten noch drauflegt. Johannes Rau ist gekommen. Nach kurzer Erfrischung haben wir uns in einem separaten Zimmer gesetzt, zu viert. Johannes Rau, Bodo Hombach,
der Berater der israelischen Regierung, Israel Gat, und ich. Und ich habe natürlich Rau gefragt, was sind so deine Eindrücke aus dem mehrstündigen Besuch, Besprechung, Mittagessen mit Arafat? Das war interessant. Da sieht man, was ein weiser Mann sieht, was andere nicht erkennen. Darum habe ich auch heute nicht Einzeldaten von Krieg erzählt, sondern was sind die großen Gedanken, die uns begleiten sollen. Wir sollen vorsichtig sein mit Meldungen. Wir sollen die Bibel als Kompass haben und so weiter. Johannes Rau, wir fragen ihn, was hat dich beeindruckt, besonders heute in Gaza? Sagt er uns Folgendes. Langes Gespräch, wir haben über Gott und die Welt gesprochen. Dann frage ich den Arafat so direkt, wir saßen nebeneinander. Sagen Sie mal, Mr. Arafat, was ist eigentlich Ihre Vision für die Zukunft des palästinensischen Volkes? Sagt ihm Arafat, Sie haben beide auf Englisch gesprochen, ohne Übersetzer. Sagt ihm Arafat, ich brauche 10.000 Gewehre, ich brauche 10.000 Uniformen und ich brauche 10.000 Paare von Schuhe für diese Polizeitruppe, die ich aufbaue. Sagt ihm Johannes Rau und erzählt uns, hat so tief eingeholt, Eckhard Mayer kennt die tiefe Stimme von Rau, wenn er so einholt und ruhig wird, sagt er, ich habe dem Arafat gesagt, Mr. Arafat, das ist nicht das, was ich meine. Wissen Sie, in Amerika gab es den Martin Luther King, der hat den Afroamerikanern in Amerika gesagt, zu einer schwierigen Krisenzeit, I have a dream, ich habe einen Traum von einer besseren Zukunft, und hat ausgemalt, wie das sein wird, wenn Schwarze und Weiße, wie man sie so nennt, miteinander friedlich leben. Und dann sagt der Rau zu Arafat, was ist also Ihr Traum für die Zukunft der Palästina? Wie stellen Sie sich den künftigen palästinensischen Staat vor? Sagt Rau, lehnt sich so zurück und sagt so mit den Händen, so fragend, Mai, weißt du, was der gesagt hat? Ich brauche 10.000 Gewehre, 10.000 Uniformen und 10.000 Paare Schuhe für meine Polizeitruppe. Sagt uns Rau, wenn ein Volk keine Führungspersönlichkeit hat, die dem Volk eine Zukunftsvision als Ziel ausmalen kann, vorzeichnen kann, dann hat nicht nur das Volk ein ernstes Problem, sondern leider auch seine Nachbarn. Wenn wir heute über den Krieg sprechen, ist es wichtig zu begreifen, das palästinensische Volk, das ist nicht die saudische Nation. In Saudi-Arabien gab es eine Gruppe von Beduinenstämmen, die wurden im Laufe der Zeit zu Saudi-Arabien, ähnlich in den anderen Emiraten, ähnlich auch in manchen anderen Ländern in Afrika. Die Europäer als Kolonialisten, Verbrecher, haben weltweit Grenzen gezogen, die mit der Bevölkerungszusammensetzung nicht übereinstimmen. Und das hat leider Spannungen hinterlassen, die bis heute geblieben sind. Aber wissen Sie, der Kronprinz in Saudi-Arabien, von dem Sie vor ein paar Jahren auch ganz besondere Nachrichten mitbekommen haben, er zeichnet für seine Nation, für die Jugend seines Landes, eine besondere Zukunftsvision vor. Er baut für Hunderte von Milliarden eine neue Stadt. Sie heißt Noem. Sie ist vielleicht 150 Kilometer südlich von Eilat. Eine Stelle, wo nur Sand war. Es war dort gar nichts. Er baut dort eine Stadt. Sie wird vollkommen ökologisch 100%
wunderbar sein. Es wird dort alles fantastisch sein. Arbeitsplätze, Ökologie, Umweltbedacht, was Sie wollen. Energie wird dort solar sein und so weiter. Er lässt Frauen alleine Auto chauffieren und alleine einkaufen laufen in Saudi-Arabien, was es bis vor 10 Jahren gesetzwidrig war. Und die Frauen wären dort durch die eigenen Ehemänner auf das Schlimmste bestraft worden, würden die das machen. Es gibt also manche Länder, wo jemand versucht, der Nation ein Hoffnungsfenster in irgendeine Richtung aufzuzeichnen. Ich habe vorhin mit Absicht Willy Brandt genannt. Ich habe die große Ehre gehabt, ihn persönlich kennenzulernen. Ich habe ihn mehrmals getroffen. Willy Brandt hat die Ostpolitik gestaltet. Er wollte, dass das geteilte Europa und das geteilte Deutschland, was man für unabdingbar gehalten hat, alle Welt dachte, nur, das ist, dort sind die Kommunisten, wir sind die Kapitalisten, in Anführungszeichen. Und das ist so. Kam Willy Brandt und hat gezeigt, man kann die Weltgeschichte auch zum Positiven wenden. Es ist im Bereich des Möglichen. Dazu bedarf es großer Persönlichkeit. Es hat die Shoah gegeben. Nach der Shoah gab es Ben-Gurion und Adenauer. Sie haben für ihre beiden Völker eine Zukunft zu zeichnen versucht, in der Juden und Deutsche miteinander Freunde sein können. Das war natürlich 1945 ausgeschlossen. Das hätte niemand sogar in einem falschen Traum sich vorstellen können. Es ist aber möglich geworden. Eckhard Mayer hat vorhin erwähnt, persönliche Gespräche zwischen ihm und mir. Ich lerne von ihm über das Neue Testament. Wir besprechen gemeinsam die Bibel und machen uns Gedanken über unser religiöses Verständnis. Einfach als zwei Menschen, die beide unter dem Ewigen sich verstehen. Das ist möglich. Das, was Rainer, was du gefragt hast, ist so sehr wichtig. Du hast gefragt, wie soll Israel sich einstellen auf das Risiko, was wird die palästinensische Bevölkerung in Judäa, in Samaria machen? Was könnten eventuell andere Nachbarn machen? Und ich erlaube mir zu sagen, ich nehme an, weil ich dich auch schon 2 Minuten kenne und von mehr als einer Begegnung, dass du das fragst, weil es auch eine Lehre hat für Deutschland von heute, für Europa von heute. Es gibt, genauso wie es Araber in Israel gibt, 2 Millionen Araber, 7 Millionen Juden, es gibt in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt von Wiesbaden, veröffentlicht auch durch die Frankfurter Universität im Jahre 2022, es gibt in Deutschland 82 Millionen Einwohner, 21 Millionen von ihnen, mindestens ein Elternteil hat ausländische Herkunft. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, wie viel Muslime es in Deutschland gibt. Die Schätzungen variieren zwischen 6 und 10 Millionen, weil niemand kann genau zählen und manche andere wollen gar nicht genau zählen. In Frankreich ähnliche Situation. Das heißt, auch früher klipp und klar christliche Länder in Europa
stehen vor einem ähnlichen Dilemma wie Israel. Es gibt eine Hauptreligion der meisten Bevölkerung, bei uns jüdische Religion, natürlich mit Strömungen. Sie haben auch, sage ich mal salopp, 1001 Strömung unter den Christen. Aber wenn in den 60er Jahren Deutschland klipp und klar als ein christliches Land definiert werden konnte, und es ist auch so gewesen, auch wenn nicht jeder in Deutschland jeden Sonntag zur Kirche gegangen ist. Aber es war eine Selbstverständlichkeit, dass die meisten sich, wenn man sie gefragt hätte, zu welcher Religionszugehörigkeit zählst du dich, würden die Leute sagen, christlich. Ich spreche jetzt nicht von der Steuerkarte, ob man da sich einträgt oder nicht wegen Steuerüberlegung, sondern von der Einstellung. Das ist heute völlig anders. Einmal, weil die Bevölkerungszusammensetzung völlig anders ist. Wir können das Rad nicht zurückdrehen. Es ist in Europa so geworden. Übrigens in Amerika ähnlich. Die gesamte westliche Menschheit befindet sich heute, und darum war deine Frage, finde ich, exzellent, weil du eigentlich das Hauptproblem des Westens angesprochen hast durch die Frage über Israel. Die meisten Länder des Westens, Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Holland, USA, Kanada, wo immer du guckst, sogar Schweden, Norwegen, haben nicht nur eine christliche Bevölkerung, sondern einen wachsenden Anteil muslimischer Bevölkerung. Und was wir von der muslimischen Bevölkerung in Europa wissen und in Amerika, sie schöpfen ihre Werte für die Kinder nicht vom deutschen Fernsehen oder englischen Fernsehen oder amerikanischen Fernsehen, sondern von Al Jazeera, von Katar oder vom türkischen Fernsehen und so weiter. Das heißt, dass die Mehrheit im Westen, auch die Mehrheit in Israel, eigentlich nicht voll wahrnimmt, wie erzieherisch und religiös eine groß gewordene Minderheit in ihrer eigenen Gesellschaft geprägt wird. Wir haben bis vor 30 Jahren im Westen geglaubt, sie in Deutschland wie in Israel, dass wir die Minderheit prägen können. Ich sage kurz, wir haben uns geirrt. Lieber Eckhardt. Ja, dann danken wir dir. War wirklich eine erschöpfende Antwort, kann man so nennen. Und ich möchte am Schluss dieser Stunde kurz zurückkommen auf den Anfang, weil da ein ganz wichtiger Hinweis kam. In dem Buch von ihm ist ein Bild, als er mit dem Panzergeneral auf dem Golan da oben stand und der deutsche Panzergeneral. Und er war ja selber Major. Und sie sprechen darüber. Und da sagte dieser General, ich weiß nicht, ob er wirklich tief bibelgläubig ist, aber 100%, ganz, 100%. Ganz praktisch hat er es angewandt. Und das ist das Wichtige. Er hat gewusst, da ist einer, der Ewige, wie die Juden ihn hauptsächlich nennen, über Israel. Das ist der Hüter, der nicht schläft und schlummert. Und dass sie nie alleine sind.